Hallo meine Lieben, ja, willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar in diesem Video wollte ich mit euch ein Bellyband machen für mein Journal. Und dazu wollte ich euch jetzt mitnehmen, genau. Denn ich habe ein neues Spielzeug und das seht ihr hier. Wenn du wissen möchtest, was ich daraus mache, dann bleib dran. Genau, ich habe ein neues Spielzeug entdeckt und das ist der Bordürenstanzer. Den habe ich von Amazon und ja, ich habe da mal so ein bisschen rumprobiert und zwar sowas hier. Ihr seht so, wie ich das am besten mache. Und ja, da würde ich euch jetzt mitnehmen. Denn ich habe mir schon die passende Größe zugeschnitten. Und nun wollte ich einmal mit dem Bordürenstanzer drumherum gehen, um mein Bellyband halt garnieren, hätte ich jetzt gesagt. Aber das ist, ich bin so raus aus dem Video machen. Halt dekorieren. So, jetzt haben wir es. Und da wollte ich euch jetzt einfach mit dran teilhaben lassen. Genau. Ja, jetzt so. So, und da habe ich am Anfang probiert. Ich sage, okay, wie machst du das jetzt? Und da habe ich mir das Teil dann umgedreht, um zu sehen, dass ich genau da wieder treffe, wo ich treffen muss. So, das wäre der erste Stanz. Das Fusselchen hier schneide ich mir ab, den Schnippus. Das ist so unplugged jetzt, das Video, ja. Also ohne Vorbereitung, ohne alles. Ich musste euch das jetzt einfach zeigen und euch einfach mitnehmen. Und jetzt mache ich mir den Deckel, den nehme ich hier auf. So, dass das ganze Rumskrams rauskommt, weil... Ich habe schon geguckt, ob ich hier den Deckel abkriege, aber kriege ich leider noch nicht. Deswegen versuche ich jetzt den Deckel hier offen zu lassen. Denn ich muss reingucken können, um zu sehen, wo ich anlegen kann, so dass die Löcher natürlich übereinstimmen. Halt so, ne, wie ich das angelegt habe. Zu sein, ihr wisst schon. So, ja, da stimmt jetzt das Loch überein. So meine ich das. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Und jetzt wollte ich das nämlich hier auch ringsrum machen. Mal gucken, ob mir jetzt die Ecke hier gelingt. Ich hoffe es. Ja. Habe ich ein schönes neues Spielzeug für mich jetzt entdeckt. Man braucht ja auch mal was Neues, oder? Was meint ihr? So, wo lege ich denn das jetzt an? Also wie ihr seht, ich habe das noch vorher noch nicht ausprobiert. Ja, ich würde sagen, an dem Loch hier. So, ich hoffe es. Das war jetzt richtig. Ja, die Ecke ist noch nicht so perfekt. Weil es gibt ja auch die Tortenspitzenunterleger da, ihr wisst schon. Und das kann ich mir ja mit den Dingen ja eigentlich selber machen. Da brauche ich ja das denn nicht zustellen. Ne? So hat man ja dann auch ein bisschen Geld gespart, denke ich mir mal. Ja, oder was meint ihr dazu? Könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das eine gute Idee findet, wenn man sowas selber macht, beziehungsweise bevor man sich sowas kauft,
kann man sich ja lieber so einen Stanzer hier holen. Ja, dauert ein bisschen länger, aber die Zeit habe ich. Die Zeit nehme ich mir auch, muss ich euch sagen. Ja, warte, da kann ich. Ja, die Zeit nehme ich mir auch. Und es macht Spaß. Und ich bin ein bisschen abgelenkt, ne? Ja. Deswegen, ich erzähle euch ja bestimmt eine Schneuze, ich mich nicht kenne. Bin bestimmt wieder zu spät, aber ist ja egal. Ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt mal hier schnell und klappere euch mal ein Ohr ab. Da mich momentan so selten hört, ne? Habe ich jetzt die Ecke hingekriegt? Ihr seht, also Ecken hinkriegen ist für mich noch nicht so einfach. Aber da werde ich jetzt den Pupus hier, den einen Pupus mir hier einfach rundschneiden. So, zack. Muss so, oder? Was sagt ihr? So. Ja, das muss so sein. Ja. So, machen wir mal weiter. Sind ja fast quasi durch. Ah, jetzt seht ihr hier. Hier habe ich mich wieder ein bisschen Kamera, ja. Verstanzt, aber ich denke mal, es ist Handarbeit. Man sieht, dass es Handarbeit ist. Ne? Und deswegen macht mir das in dem Moment nichts. Ja, die Ecken. Die Ecken. Ja. Ey, wenn ich das so rumschneide, geht eigentlich auch, ne? Dann muss ich aber das hier abschneiden, so. Ah, ihr seht, learning by doing. So. Ich schneide mir die Ecken so rund, wie ich sie möchte. Ja, so, und dann geht's weiter. Räusper, räusper. Ja, so schwer finde ich das gar nicht. Und wenn man ein bisschen Übung drin hat. So, meine Lieben, ich habe ein bisschen aufgeräumt und nun bin ich wieder da. Ihr seht, ich habe mir noch was ausgedruckt und festgestellt, dass ich das falsche Format habe, weil ich ausgedruckt habe. Deswegen, manche interessiert es ja, welches Format man ausdruckt, also welche Größe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mal ein bisschen mit meinem Drucker rumspielen und mal gucken, welche Größe für mein Bändchen passt, für das, was ich jetzt hier habe, für die Größe. Und da habe ich ein bisschen mit meinem Drucker rumgespielt und habe das A6 Format rausgesucht, Querformat und einmal verkleinert. Und dann ist es die Größe hier geworden. Ja, manche wollen ja wissen, welche Größe, ja. Wir gucken mal. Wir gucken mal schnell. Und zwar die Größe 16 mal 12. Ja, 16 mal 12. Genau. So, dass das dann auf mein Bändchen hier passt, weil ich muss es ja hochkant reinkleben. Und da habe ich gedacht, ich tue einmal das hier ausschneiden und einmal das. Und möchte das denn hier drauf legen. So. So der Plan. Habe ich auch gemacht. Ich habe da schon mal mit meiner neuen Stanze rumgestanzt. Und das ist der erste Versuch. Ja, ich nehme das mal kurz hier weg. Es ist okay. Ich muss dann noch ein bisschen, ihr seht, da ist ein bisschen zu viel und so. Also mit Löcherübereinstimmung
muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren, aber ich finde das jetzt gar nicht schlimm. Denn ich wollte das nämlich so drauflegen. Und ja, da hier eh noch ein bisschen mehr drauf kommt, was ich euch gleich zeige, habe ich mir gedacht, das funktioniert so. Dann habe ich die andere Seite davon genommen und habe es wieder versucht. Es ist etwas besser geworden, aber noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber es ist gar nicht schlimm. Na, man kann ja auch noch einiges kaschieren, sag ich mal. So, dann habe ich mir das nämlich so ungefähr vorgestellt. Und ja, ich liebe die Stanze noch nicht, aber ich werde mit der jetzt öfters arbeiten. Denn ich finde es praktisch. Und weil ich wusste, dass mir das mit den Stanzen noch nicht gelingt, habe ich mir gedacht, okay, ich drucke es lieber zweimal aus. Somit habe ich das auch zweimal ausgedruckt. Ich muss mal schauen. Ich vermute nämlich mal ganz stark, dass ich das hier, das Ganze hier nochmal machen werde und nochmal versuchen werde. Ja, auf den Stand bin ich momentan und weil ich ja dann noch ein bisschen Deko brauche für hier oben und so, ihr wisst schon Bescheid, ja, und ein bisschen Farbe noch mit dazu bringen werde, so, ja, habe ich mir natürlich noch ein bisschen Deko mit ausgedruckt und das wäre ja einmal so. Ich habe das Ganze auf normalen Druckerpapier 210 Grammatur ausgedruckt. Das reicht mir hier völlig dafür aus. Es sollte ein bisschen stabiler sein und in dem Moment ist es auch stabiler. Ja. Ihr seht, hier habe ich ein paar Teddybären ausgedruckt, ein paar Blümchen und was man denn dazu noch hat. Ne? In verschiedenen Varianten. Mensch. Ja, und damit ich mein Druckerpapier nicht allzu dolle verschwinde, habe ich das nämlich andersrum nochmal mit reingelegt, so dass die andere Ecke auch noch mit bedruckt wird. Und somit, ja, habe ich zwei Blätterchen, die ich mir jetzt hier hoch putzi ausschneiden werde. Für euch werde ich jetzt ein bisschen Hokuspokus machen. Und ihr seht es dann jetzt ausgeschnitten. So, ihr Lieben, ich habe euch versprochen, dass ich ein bisschen zaubere. Hier habe ich so ein bisschen was ausgeschnitten. Es ist noch nicht viel, aber so ein bisschen. Und es sind auch schon wieder ein paar Tage vergangen. Und habe noch mich ein bisschen mit den Stanzer hier rumprobiert. Ja, ich bin eine Nase. denn es ist eigentlich logisch, dass man die Löcher nicht doppelt stanzt, hat man ja hier das Muster noch mal extra, ne? Ja. Und was soll ich euch sagen? Ich habe es noch mal ausprobiert. Ich habe ja ein neues Blatt angefangen, habe es ausprobiert und so sieht es jetzt aus, ohne dass irgendwas doppelt über ausgelocht ist. Genau. Ja, ich habe es nämlich wieder an dem Muster hier angelegt, beziehungsweise die Löcher an dem Muster angelegt, so dass sie übereinstimmen. Und dann habe ich einfach gestanzt, so zum Beispiel. Und dann habe ich nämlich das Muster, weil ich ja hier die kleine Ecke noch habe, wieder hier auf das andere Muster gelegt, so punktgenau nach Möglichkeit. Mal ich gucken, dass ich das hinkriege. So, ja, so hoffe ich doch. So, ne? Und habe noch mal gestanzt und siehe da, es ist nichts doppelt ausgestanzt. Das ist der ganze Trick dabei. Toll, oder? Ja, und ich habe es jetzt erst kapiert. Lustig. Aber so ist das halt, ne? Und ich finde es auch gar nicht schlimm,
Dazu kann man sicher den austesten. So, wo lege ich das jetzt an? Am dümmsten. Ja. Ich würde es mal so hinlegen wollen. So. Es ist gar nicht so einfach. Ja, jedenfalls wollte ich euch das zeigen, bevor ich nämlich weitermache hier mit euch, dass ich es jetzt herausgefunden habe. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Ich habe es endlich herausgefunden. Da fehlt wieder ein bisschen. Okay, nicht schlimm. Wir haben ja jetzt gelernt, ich drehe das Ganze jetzt, dass man das Muster da anlegt. Und dass dann auch nichts doppelt kommt. So. Ne? Achso, nee, da geht's nicht. Doch wieder. Jetzt habe ich nämlich mir doch verdreht. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht mein Kopf im Weg. Wenn, dann tut es mir kurz leid, aber ich muss jetzt gucken, dass ich es auch richtig treffe. So, hat geklappt? Hat geklappt. Seht ihr? Toll, oder? Ich finde das toll. Das ist der ganze Trick dabei. Mensch, bin begeistert. Yeah, yeah. Das ist voll toll. So ein Dingens. So eine kleine Spielerei hier. Ha, geklappt. Eine tolle Spielerei. Gefällt mir gut. Jetzt sind wir schon wieder beim Stanzen, ne? Ach. Ich glaube, ich mache das ohne euch mal. Fertig? Ja. Mach das jetzt ohne euch fertig, beziehungsweise wir machen weiter an diesem Punkt. Denn ich habe nämlich ja schon ein bisschen weiter gemacht, schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mir nämlich die Farbe genommen von Distress Oxide mit den Schwämmchen und bin schon mal hier um meine Ränder drumherum gegangen, überall. Auch mit den Unterteilen, das habe ich natürlich vergessen, aber ich bin im Nachhinein nochmal hier so drüber gewischt, überall. Und jetzt sieht es so aus, genau. So weit sind wir jetzt schon. Und da ich ja hier jetzt ein bisschen was ausgeschnitten habe, schon ein bisschen fleißig war, wo ich gezaubert habe für euch, ja, werde ich das jetzt hier drauflegen, so frei nach Schnauze, wie es mir gerade passt. Und so, dass es halt dann auch gut aussieht. Habe ich mir so gedacht. Und da kann man ja dann auch ein bisschen sich Zeit lassen, wenn man das möchte. Und ein bisschen hin und her schieben und mal gucken, so wie es einem gefällt. Ja, habe ich mir so gedacht. Die Blumen sollen noch ein bisschen zur Geltung mitkommen. Also da möchte ich nicht so viel hinhaben. Aber die Farbe, das macht sich nicht so gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen da die farbigen Sachen hin. Hier so. So, ne? So. Nee, das wollte ich ja hier haben. Das sollte hier so hängen, das Kleid. Ja, da kann man jetzt so hin und her überlegen, wie man es haben möchte. Ne? Ja. So. Ne, so. Ja, dann lass uns meinetwegen hier das Quietscheentchen drauf in der Mitte. Ja, was macht man da oben hin? Da können wir eigentlich den Regenschirm hinlegen. Und wenn wir den Regenschirm falsch rum
dran machen. So aufhängen oder wollen wir den doch lieber so hinstellen? So, machen wir doch lieber so, ne? Jetzt müssen wir mal hier unten noch gucken. Ja, ich finde es so schon ganz nett, aber mir fehlt da ein bisschen mehr. So ein bisschen fehlt mir da noch. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Was kann man noch dann dazu nehmen? Ich gucke ja gerade. Bei meinem Tim Holz Sachen. Was ich da noch für Kleinigkeiten habe, die ich noch dazu packen kann. Am besten irgendwas mit Farbe oder doch nicht. Ich muss mal. Ach, hier guck mal. Hier habe ich so einen Messstab. Das macht sich doch eigentlich auch gut. So ein Messi-Stab. Wenn ich den noch hier drunter packe. Das ist es, oder? Da so die Endchen drauf. Dann muss ich da aber noch was hin tun. Das ist zu groß. Ja, den gelben Ding hier. So. Ein bisschen mehr, so dass ein bisschen mehr drauf noch los ist. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt habe ich es weggeschnipst. Mal schnell wieder hochholen. Da ist es. So ein bisschen mehr Spielerei. Genau. Aber ich finde das gar nicht so übel. Du da runter und du drauf. Ja. Na. So. Ja. Hier in der Mitte müsste noch. Hier wollte ich ja das Kleid hin haben. So. So ganz symmetrisch sollte es ja nicht sein. So. Geht das so? Vielleicht kann ich nicht die Größe abändern, wollte ich jetzt nicht. Aber ich habe hier noch einen Messstab. Noch ein bisschen. Aber würde ich jetzt hier oben eher nicht hinhaben wollen. Eher würde ich vielleicht den Schirm noch schieben. So. Weil die Blume hier, die ihr hier seht, die Blume hier, die ist schon ganz gut sichtbar mit dem Bären. Ja, das würde ich so lassen. Die Ente würde ich jetzt auch hier belassen. Hier bin ich mir noch nicht sicher. Hier, da fehlt mir noch was. So ein bisschen vielleicht. Da muss ich hier mal schauen. Ihr seht doch gar nichts, wie ich hier rumkrame.
Wartet mal. Und ich muss hochschieben. Ja, ich habe ja jetzt das Ding Ephemera. Genau, das ist zum Beispiel runterholen, dass er was geht. Der Pfeil. Der Pfeil macht's. Wenn ich. Den Pfeil hier hoch gucken lasse, den Pfeil, das sah schon den Finger, der zeigt nach da oben. Oder soll ich den Finger, oh, das ist ja mehr eine Hand, so. Wenn ich das jetzt so mache, ja. Das sieht auch cool aus, oder? Ich glaube, so lasse ich das. Das in der Mitte ist so gut. Hier oben gefällt es mir auch. Jetzt muss man bloß noch das hier unten. Hier so bestücken. Das, da geht auch jetzt die Tasse unter. Das können wir jetzt nicht nehmen. Und dann müssen wir hier mal gucken, ob ich hier noch was finde. Was ich jetzt da so. Ja. Wenn ich das jetzt hier drauf lege. 17,50 $. Kann man ja denken, 70,50 $ kostet das alles, ne? Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. In der Mitte will ich es jetzt nicht drauflegen. Wenn ich den Teddybären hier runternehme, hier unten das so eine Art Preisschild. Den Teddybären so. Wenn ihr jetzt reden könntet. die andere Seite? Nee, der geht unter. Der hier geht definitiv unter. Muss mal schauen, ob ich hier noch irgendwas habe, was Auffälliges. Ich suche eigentlich ein kleines weißes Label. Habe ich jetzt hier nicht mehr drin. Oder ich finde es gerade nicht. Nee. Ich finde es gerade nicht. Ich kann euch das ja mal hier so Art wissen. Und wenn ich aber das hier, ich schneide das auseinander. Das, genau. Das kann ich machen. Ich schneide das hier auseinander. Ich habe einen Eckenabrunder habe ich jetzt auch nicht. Aber ich schneide das hier auseinander. Ich traue mich jetzt hier einfach. Ja, den Rand lang. Ich und gerade schneiden. Das ist auch, das ist auch so eine Kunst für sich. So dass ich noch einen roten Rand lasse.
So. Jetzt habe ich ihn. Das räume ich nachher weg. So. So habe ich mir das vorgestellt. Nur, dass ich. Jetzt habe ich keinen Rundstanzer. Na, da muss ich mir die Ecken rund schneiden. Ja, doch. Zack. Schneide ich jetzt einfach ab. Und klebe das jetzt so drauf. Da denke ich jetzt ja auch nicht drüber nach. Und so mehr ich jetzt drüber nachdenke, umso weniger weiß ich, ob es richtig war oder nicht. Aber was mich jetzt auf einmal hier stört, ist das hier vorne. Zack. Ja. Aber jetzt hier. Ich mach das jetzt hier drauf. So. Ich glaube nämlich, jetzt weiter drüber nachzudenken, macht wenig Sinn. Ah, ich wollte es noch schieben. Jetzt. Ja, okay. Denn festgeklebt ist festgeklebt, ne? Okay. Gut, dann ist es jetzt so. Ich wollte es so. Jetzt wird ja nicht rumgejammert. Es war jetzt nicht bündig da hinten, wie ich das wollte. Dann kann man das jetzt kaschieren. Habe ich hier eine Pinzette irgendwo? Mühe ich mich doch hier nicht so ab, hier in den Ding. Na los, kommt schon. Jetzt. Nee, Fettstein. Jetzt. Huch. So. Genau, so. So, so ist das gut. So gefällt mir das. Jetzt muss ich das erstmal wieder hochkriegen. Nee, so fummelig, wie auch immer. So. Das war, glaube ich, schon zu viel Kleber. Jetzt klebt es ja anständig hin. Nicht, dass ich dann wieder. So. Ja. Perfekt. Dann klebe ich nämlich das hier andere, nehme ich jetzt auch gleich noch fest. Und dann können wir das nämlich, oder kann ich das nämlich in mein Junk Journal Heftchen von dem Bären Junk Journal reinkleben. Und ich habe dann somit auch schon wieder eine Seite mehr fertig. Und wir kommen den ganzen nämlich dann schon wieder etwas mehr entgegen, dass ich mein Journal fertig bekomme. Das wollte ich euch nämlich noch als kleinen Einblick mitgeben, dass man das auch so machen kann. Und die Idee gefällt mir hier wahnsinnig gut, die mir gekommen ist. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso gut findet oder was ihr hättet anders machen wollen, würden, wie auch immer. Ob ich das jetzt wohl so hinkriege, ist eine andere Kiste, ja, aber Hauptsache, es landet da drauf.
Ich weiß nicht, mit den Teddy, das ist so, da geht so ein bisschen unter. Ich den hier oben. Geht mir ein bisschen unter. Das Rote ist schon nicht schlecht. Ich werde den mal hier ein bisschen an den Seiten ein bisschen Farbe geben. Gucken, ob das schon hilft. Jetzt habe ich mich selber festgeklebt. Ob das schon hilft? Ja, so doch. Ich würde sagen, ja. Aber es fehlt noch ein Hingucker. Statt den runden Punkt würde ich den doch eher die Ente noch mit hier hinsetzen. So. Aber den runden Punkt deine Mitte. Dann haben wir die aber nebeneinander. Das ist auch doof, oder? Dann haben wir die nebeneinander sitzen. Ich mache jetzt erstmal das hier oben fest, so wie ich es wollte. Weil das können wir so lassen. Ja. Na. Also die Flasche werde ich auf jeden Fall auffüllen mit anderen Kleber. Die Flasche ist nämlich toll. Weil ich habe ja so eine Techie-Klo-Flasche. Da lässt sich auch der Kleber so schwer rausdrücken. Also damit habe ich so Probleme. Da werde ich lieber den Kleber umfüllen in die VBS-Flasche hier. Ja, ist für mich einfacher. So, das sieht doch gut aus. Jo, sieht gut aus. So. Lass mal so. Jetzt bin ich hier. Die Ente können wir ruhig da hinsetzen, aber da fehlt mir ja trotzdem da unten noch was. Wenn ich da jetzt die Tasse hinsetze. Ja, so machen wir das. Ich muss da sagen, ne? Ja. So, setzen wir die Ente dahin. So. Müsste schon gerade hingesetzt werden. Das wäre nett. So. Und die Tasse. So. So gefällt mir das gut. Ja. Perfekt. So, jetzt habe ich ja noch ein bisschen was ausgeschnibbeltes, aber das ist gar nicht schlimm. Den werde ich irgendwo später verbrauchen mit. Jetzt nehme ich mal das Unterteil hier weg, dass man das mal im gesamten Bild sehen. Mensch. So, mal schnell hier Platz räumen. So, so sieht's. Seid ihr überhaupt im Bild? Ja, ich hoffe. So sieht's jetzt insgesamt aus und ich finde es Bombe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aussieht. Ich finde es aber so mega. Ja, man hätte jetzt noch jedes einzelne Teil noch mit dem Rand umranden können mit dem Schwämmchen. Aber dadurch, dass ich den Hintergrund da schon gemacht habe, fand ich das halt zu viel sonst. Aber das, so gefällt es mir Bombe, muss ich sagen. Davon werde ich jetzt bestimmt noch ein, zwei mehr machen ohne euch.
Genau. Und dann kommt das nämlich in mein Journal hier rein. Werde ich dann hier mit rein tun. Die erste Signatur habe ich ja schon fertig. Die zeige ich euch später. Dann würde das nämlich hier in die zweite mit reinkommen. Und das sehe nämlich dann so ungefähr aus. Ja. Und somit haben wir... Oh, das sieht... Das wirkt ganz anders, wenn das hier drin ist. Sieht ja mega aus. Seht ihr das? Das sieht ja mega aus, wenn ich das denn hier so reinsetze. Meinetwegen kann das hier oben auch rausgucken. Das stört mich relativ wenig. Aber denn hier so oben und unten befestige und hier an der Seite kann ich nämlich dann was reinstecken auf die Schnelle. Ich das mal schnell zu zeigen. Warte mal, wo hab ich's denn gesehen hier? Klein. Ach, da haben wir. Ja. Um was dahinter zu stecken, ja. Wenn man das denn so macht. Das sieht so Bombe aus. Seht ihr das? Das ist so. Oder eine andere Karte dahinter steckt. So zum Verstauen, was man denn hier so durchstecken kann. Und sie fällt mir. Es gefällt mir. Absolut gut. Ja, da bin ich jetzt gespannt, an welcher Stelle jetzt das seinen Platz findet. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und gebt das Video ein Däumchen nach oben. Wer mich noch nicht abonniert hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich jetzt abonnieren würdet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mal schauen, was mir da so einfällt für das Journal hier, damit ich mein Journal fertig bekomme und euch dann das Flipsrot zeigen kann, das Durchblätter-Video. Genau. Also, in diesem Sinne... Tschüss, bis zum nächsten Mal.